Hardrock-Geraden sozusagen über Ilja Richter, Disco 77, glaube ich, ist das gewesen. Und ich glaube, dass meine Mutter dann schon gedacht hat, das gefällt ihm doch hoffentlich nicht. Ja, und es hat mir halt gefallen. Die gar nichts wissen, was sie wollen und so das allerletzte so ungefähr. Also entweder wurde man bedroht oder beschimpft oder bespuckt. Natürlich hat man andauernd Hausverbot bekommen irgendwo. Teilweise auch nur, wenn man da auftaucht und anders aussah, hatte man noch gar nichts gemacht, wurde schon rausgeschmissen. Also da war eine Kneipe aufgemacht und du kriegst am ersten Abend, wenn die aufmachen, hast du Hausverbot. Willkommen im Wohlstandsghetto, die Augen stets geschlossen. Wir sind auch die Elite Deutschlands, das Leben wird genossen. Willkommen im Wohlstandsghetto, und schlafen weit auf Fest. Wir sind auch die Elite Deutschlands, das scheißt dann auf den Rest. Was die Bonner Szene ausgezeichnet hat gegenüber der Kölner Szene, war, dass sie ein bisschen, wie soll ich sagen, gesitteter war, ein bisschen, also nicht so prollig. Die Kölner Szene war immer ein bisschen härter. Also von denen aus waren wir halt immer so die Beamtensöhnchen. Bonner Szene, die war recht gewaltaffin, was ich eigentlich ganz okay fand. Es flogen stinkende Eier in Mengen. Ich habe irgendeinem Typ eine Flasche über den Kopf gezogen, einen Nazi oder so. Betonstadt! Betonstadt! Und! Betonstadt! Betonstadt! Und!